Hallo, in diesem Video möchte ich euch Zotero vorstellen. Zotero ist ein freies und einfach zu benutzendes Programm, wie hier steht, um Daten zu sammeln, zu organisieren, zu zitieren und zu teilen. Also das, was man recherchiert hat. Von der Oberfläche her recht simpel. Hier kann man eine Ordnerstruktur anlegen. Hier sind dann die Fundstücke im jeweiligen Ordner. Man kann zu jedem Fundstück oder zu jedem Fundstück eben noch Notizen und Tags vergeben, und hier drin kann man tatsächlich auch alles wieder recherchieren. Auf der Webseite kann man es auch herunterladen für Mac, Windows und Linux. Für Linux ist es allerdings ein Tar BZ, glaube ich. Das heißt, das müsste man dann kompilieren. Und ja, also kompilieren ist jetzt auch nicht sonderlich schwierig. Aber es gibt ja eine Alternative, weil wenn ich hier in die Anwendungsverwaltung gehe, ah, da ist sie ja schon, dann hat mir da jemand schon ein Flatpak draus gemacht. Da suche ich hier einfach nach Zotero. Das würde ich euch sowieso immer empfehlen. Schaut erstmal nach, ob es das gibt, bevor ihr euch irgendwas aus dem Internet direkt herunterladet. Genau. Und das dauert jetzt ein bisschen, aber hier seht ihr schon, es ist ein Flatpak. Linux Mint hat ja statt Snap-Paketen hat es Flatpak-Pakete. Das eine ist halt aus dem Red Hat-Umfeld, das andere aus dem Ubuntu-Umfeld. Aber im Prinzip ist es sozusagen so ein gekapseltes System, wo alle Bibliotheken und alles, was so ein Programm braucht, mitgeliefert werden. Das bietet dann natürlich den Vorteil, dass ich es unproblematisch auf unterschiedlichen Linux-Distributionen verwenden kann, nämlich Flatpak jetzt hier auf dem Ubuntu-basierten System, nämlich Linux Mint. Das geht ohne größere Schwierigkeiten. Ja, und wenn wir jetzt die Installation fertig haben, einfach auf Starten klicken. Und dann haben wir das Programm schon. Okay. Und jetzt kommt eben noch der Connector für den Firefox, den ich gerade offen habe. Diesen Connector gibt es aber auch für Chrome und andere. So, und jetzt erscheint hier so ein kleines Z. Wenn ich da drauf klicke, kriege ich diese Information, und danach verwandelt sich das Z in so ein Aktenzeichen. So, und hier sind wir jetzt bei Zotero. Und hier kann ich mir eben jetzt eine neue Sammlung machen. Recherche 1. Genau. Und jetzt suche ich nach irgendwas. Nee, genau. TOM Telekom. Das war ja das, was wir in dem einen Video gemacht haben. Türk Telekom. Ah ja, interessant. Wenn ich Turm Telekom sage, dann kriege ich Türk Telekom. Wenn ich Telekom Turm sage, kriege ich den Kolonius. Genau, und jetzt habe ich halt hier von mir aus diese Seite über den Kolonius. Ich möchte die jetzt zu Tero hinzufügen. Und jetzt kann ich hier noch auswählen, wo ich es denn reinhaben möchte. Ich möchte es in meine Recherche 1 haben. Ich kann jetzt hier noch Tags, zum Beispiel eben meine Suchbegriffe, hinzufügen. Und wenn ich jetzt Zotero öffne, dann habe ich hier eben jetzt den Kolonius. Ich kann jetzt hier noch Notizen hinzufügen. Ist im
Hintergrund des Fotos zu sehen. Genau. Und das wird dann eben auch hier einfach hinzugefügt. Und wenn ich hier auf Datei anzeigen gehe, dann sehe ich, dass hier eine Index.html liegt, aber keine weiteren Dateien, keine Bilder und nichts. Und in dieser Index.html ist trotzdem alles drin. Und die Bilder, die sind in diese Datei hineingeschrieben worden, sozusagen Base64 kodiert. Aber das macht nichts. Man hat alles dann als eine HTML-Datei, mit der man dann wieder alles machen kann, was man möchte. Man kann sich einen Screenshot machen, man kann irgendwas rauskopieren, was auch immer man will. Ja, und ich finde, das macht dieses Tool eigentlich wirklich sehr angenehm, dass man gleich sich so eine Struktur schaffen kann, dass man sich Notizen dazu machen kann, dass man drin recherchieren kann, dass man auch das, was hier in diesem Artikel steht, mit durchsuchen kann und so weiter. Das ist schon richtig, richtig mächtig, dass man dann hinterher auch damit weiterarbeiten kann. Wenn man dann fertig ist, kann man seine Bibliothek exportieren. Da stehen eine Menge Datenformate zur Verfügung, zum Beispiel BibTeX für die Leute, die gerne in LaTeX ihre Berichte schreiben, aber auch als CSV-Datei, was wahrscheinlich für die meisten Menschen, die dann hinterher einfach mit Excel weiterarbeiten wollen, geeignet ist. Also exportieren wir es mal als CSV. Und falls ihr auf Windows arbeitet, dann macht mal lieber Western, weil sonst habt ihr da möglicherweise das ein bisschen rumgefuchse, dass Excel mit UTF-8 das auch sauber öffnen kann. Jetzt kann ich das irgendwo hinspeichern. Dokumente. Ich glaube, ich habe jetzt kein Office-Paket installiert. Doch, habe ich. Gut. Dokumente. Und hier meine Bibliothek CSV. Und LibreOffice wird diese jetzt öffnen. LibreOffice könnte jetzt mit Unicode. Ich hatte aber jetzt Western angegeben. 8119. Das hier müsste Western, glaube ich, sein. Jetzt muss ich halt die Trennoptionen kennen in dieser CSV-Datei, dass ich dann halt sagen kann, okay, es ist Semikolon separiert oder Komma oder Tabulator, aber man sieht ja hier schon, dass das wohl ziemlich gut geklappt hat. Jetzt auch nicht viele Einträge. Wenn nicht, könnte man es einfach nochmal öffnen. Und dann hätte man hier eben jetzt seine Excel-Liste mit diesen ganzen Artikeln und ja, die kann man dann eben entsprechend weiterverwenden, so man sie denn braucht. Zum Beispiel für einen Bericht oder so. Gut, das war Zotero. Schaut es euch mal an. Ich finde das Programm ziemlich cool und ja, vielleicht ist es ja was für euch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.